Okay, hier sind wir wieder frisch gestärkt und überladen. Literatur. Nein. Ich möchte nicht schlafen. Korken. Sehr leicht. Das war der Gag, dass das leicht ist, aber die Skorpione freisetzen. Eine Falle. Ein Hinterhalt. Gewehrfalle. Schade. Hier war ein Stolperdraht, aber dadurch, dass ich geschlichen bin, hat es mich, glaube ich, nicht erwischt. Interessant. Das ist der Käfig. Okay. Roter Teller. Haben wir hier oben schon geguckt. Na, gehen wir mal wieder raus hier. Ich kann nur hoffen, dass hier irgendwo ein Arzt oder Ladenbesitzer oder sowas noch am Leben ist. Schauen wir mal. Lokale Karte, Haus, Gemischtwarenladen. Ach ja, da waren wir ja gerade drin, oder? Verdammter Mist. Jetzt muss ich ja Sachen hier lassen. Ich muss eh zurück zur Kaserne. Und hier ist noch so viel, was ich plündern muss. Da ist ein Skorpion. Und irgendjemand ist noch da. Und ich muss den Bericht erstatten. Ich glaube, ich schmeiß mal hier ein bisschen was in den Briefkasten. hier habe ich aber richtig gute Sachen bekommen. Mein Scharfschützen, quasi Scharfschützenhöhe. Granatenwerfer. Alles Sachen, aber auch die leider nicht so ganz leicht sind, wenn man die ganze Zeit mit sich herumträgt. Ja. Irgendwas Schweres mal hier, eine Rüstung am besten. Genau. Ah, das ist schon besser. Machete, weiß ich noch nicht. Sprengstoff plus 10, das Patriotenkochbuch, verstehe. Rekruten 3. 180. Haben wir nicht noch etwas Schweres? Das Dynamit hat mir schon ordentlich geholfen gegen größere Gruppen. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Hundefeld wiegt nichts, haben wir gesagt. ich habe so wenig, was ich abgeben möchte. Ja, wir können uns mal entscheiden. Entweder die Machete oder das Messer. 14, 5, 7, 19. Ich glaube, ich lasse das Messer mal hier. Das muss jetzt erstmal reichen. Hoffentlich muss ich jetzt nicht allzu viel Sachen tragen unterwegs. Okay, dieser Platz gehört jetzt der Legion. Offensichtlich. Gucken wir mal bei den Aufgaben. Zum Ranger zurück, genau. Hm.
übernimmt nach Novak. Ja, das dauert noch. Über Gräueltaten berichten, aber wo? Ich will denen ja nicht helfen. Ach, hier sind auch noch Gefangene in der Nähe, nicht wahr? Wo ist das denn? Ach. Oh, schon ein Stück. Stück woanders. Da gehe ich lieber erstmal zum Ranger zurück. Ist nämlich quasi genauso weit. Aber hilft mir weiter, mein ganzes Zeug loszuwerden. Ach, ich kann wieder rennen. Ach, die Musik ist so beunruhigend. So, ich sollte mal Q drücken. Hab ja festgestellt, dass er dann automatisch läuft, der Gute. Da oben müssen wir hin. Was? Wer? Wo? Ihr schon wieder. Kein Bock auf euch. Genau, die standen das letzte Mal bei dem Haus. Ach, Mist. Muss ich doch nicht mit denen abgeben, weil ich hier so fröhlich runtergeschlendert bin. Gott, das sind direkt mehrere. Einer hat auch ein Gewehr. Alles klar. Oh, der benutzt dieselbe Munition. Fuck, wie der Revolver. Ah, was sagt denn unser Dienstgewehr? Das sagt nein. Granatengewehr wäre, glaube ich, übertrieben. Pistole, schallgedämpft, dafür ist das jetzt zu spät. Soll ich das wirklich jetzt probieren? Mit einem kritischen Schleichangriff könnte ich einen töten und den anderen vielleicht auch, aber so wird das nix. Null Munition. Ich habe überhaupt keine Munition mehr für gar nichts. Auch okay. Was schlendere ich auch so unbeschwert die Straße hinunter? Vorsicht. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass da ein Gebäude war. War das nicht auf der anderen Seite des Sees? Irgendwie. Keine Ahnung. Nee, stimmt, hier war das. Ich bin jetzt auf der anderen Seite des Sees. Da, genau, da ist es. So, versteckt. Nee, ich kann mir jetzt keine weiteren Kämpfe leisten. Ich kann trotzdem mal die Waffe wechseln. Kann wenigstens mal ordentlich durchs Zielfernrohr gucken hier. Naja, okay, der Zoom ist genauso scheiße wie sonst auch. Sieht fast so aus, als wäre es nur eine reine Metallgeschichte, ohne dass da eine Linse drin wäre. Ist auch so klar zu sehen jetzt hier. Es hilft nur beim Zielen, aber es hilft nicht wirklich beim Zoomen sozusagen. Tja, das Ödland. Das hat es schon in sich. Dann haben wir den armen Thomas auch beklaut. Hat uns sein Leid geklagt. Zur Belohnung hat er seine Unglückskette verloren. Tja, bringt eben Unglück. Da machst du nichts.
deswegen nehme ich die dann auch gleich auseinander, beziehungsweise habe ich ja schon wieder in die einzelnen Kronkorken zerlegt, ist die Gefahr dann gebannt. Oh, ist das Thomas? Thomas? Will mir irgendwas erzählen, von wegen, jemand hat mich beklaut. Das wäre ja lustig. Er ist aber nicht weit gekommen. Seit einem Tag oder wie viel vergangen ist, seit einem Tag. Na, greifst mich jetzt an. Hey, dafür habe ich dem komischen Idioten vorhin 3 Mad-Eggs gegeben. Es kann heute wohl kaum noch schlimmer kommen. Wieso das denn? Es kann heute wohl kaum noch schlimmer kommen. Ah je. Die Welt ist schlecht. Das Leben ist hart. Mesquiten. Mosquito. Na, verwandt mit Mosquito. Oder so ähnlich. Ah, wieder in der Zivilisation, so halbwegs. In der abgefuckten Schrott-Autowrack-Zivilisation. Jo. Dann reden wir mal mit der hübschen Ghost, das Miststück. Ich hätte auch gern so eine Sonnenbrille, wie die hier alle haben. Muss ich dafür erst Ranger werden? Ich will eigentlich kein so Obersoldaten-Chef werden. Ich bin mehr so ein unabhängiger Entrepreneur. Entrepreneur, oder wie das heißt, ne? Howdy. Howdy. Der Karawanenonkel noch da? Nein. Okay, Ghost. Guten Morgen. Ah ne, ich glaube, ich gehe erst zum Verkaufen. Also hier, das Spiel hängt. Furchtbar. Okay, Lacey. Wieder da? Typisch. Was soll es diesmal sein? Typisch Sonnenschein. Kaufen. Schauen Sie sich um. Und verkaufen. Ah, du hast schön viel Geld. Das ist gut. Du hast auch Munition. Das ist noch besser. Ja, jetzt würden die mich sogar brennend interessieren, die 357er. Also her damit. Was haben wir denn noch? Wir haben zu viele Schrottgewehre irgendwie. Dienstgewehr. Weiß nicht. Also ich soll zumindest dieses Einschussgewehr kann ich wirklich mal verkaufen. Da habe ich irgendwas, was Kaliber 20 benutzt? Ja, sonst glaube ich nicht. Leider. Boah, Musik. Du dröhnst hier in mein Ohr. Gott, ich kann nichts verkaufen oder was? Ich bin schon bei K. Geht so nicht. Legion Denarius. Für alle gibt es gerade mal 4? Ist nicht dein Ernst. Nein. Okay, jetzt kriege ich Decke. Das ist gut. Right away. Jetzt
Zigaretten. Die behalte ich mir jetzt mal. Vielleicht bringt das ja noch was. Bei Trudy, nee, nicht Trudy, bei der Frau des Mojave Express Leiters. Judy, irgendwas. Okay, was hast du denn noch so im Angebot? Kram. Kaliber 20. Okay. Munitionskiste. Ja, uninteressant. Ja, okay, schon gut. Gut, bis dann. Bis dann. So, jetzt mal dringend Radio ausschalten. Hallo. Du hast gesagt rote Karawane, das hilft jetzt nicht. Wieder da? Typisch. Was soll es diesmal sein? Nein, ach scheiße, ich wollte ja was nachgucken. Gut, bist an. Bisschen die Waffen sortieren. Und zwar nach Munition. Der ist benutzt dasselbe Magazin wie... der natürlich. Ist doch so, oder? Nein, ist nicht so. Moment. Nehmen wir mal die Waffe. Hallo. 326. Oder 722. So. Nehmen wir mal die Waffe. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Es waren ja auch gerade als Option zwei verschiedene angegeben. Ja, da habe ich extra ein erweitertes Magazin für gekauft. Verdammt nochmal. Und ich habe kaum Munition dafür hier. Dienstgewehr 556. Ist dasselbe wie Kleinkalibergewehr. Macht 18 Schaden. Das macht 16 Schaden. Schaden pro Sekunde oder was heißt das? 70? 245, Wert 65. Gucken wir doch einfach danach. Also könnte man das Kleinkalibergewehr verkaufen. 20 benutzt sonst keiner. Ja, das ist quasi das Einzige, was wir verkaufen können. Wieder da? Typisch. Was soll es diesmal sein? Zickenalarm. Schauen Sie sich um. Naja, ich habe ja hier noch Dollars. RNK Dollars. RNK Dollars. Auf 4 Arzttaschen mittlerweile. Mann, ich brauche einfach ein Haus, verdammt nochmal. Kleinkalibergewehr. So. Ich habe so viel Geld, ich kann gar nichts einkaufen, weil ich es nicht nutzen kann irgendwie. Bis auf Munition. Klatscht das nur mein Inventar voll. Okay. Gut, bis dann. Bis dann. So eine Scheiße, aber wirklich. Okay, da reden wir mal mit Ghosty Ghost. So. Ist besser. Mann, bist du blass. Du bist doch die ganze Zeit in der Sonne. Du kannst doch gar nicht so blass sein.
Waren Sie schon im Rathaus von Nipton? Die Rauchfahne wird nicht kleiner. Nipton wurde von der Legion angegriffen. Die Legion? So weit im Westen? Das ist doch wohl ein verdammter Witz! Oh, verdammt! Das ist nicht außerhalb der Grenze. Sie rücken an und das schnell! Nipton war nicht die freundlichste Stadt, aber... Nun gut. Danke, dass Sie sich das für mich angeschaut haben. Leider beruhigt mich das nicht sehr. Ich bin jetzt angespannter als je zuvor. Ich wollte nicht der Überbringer schlechter Neuigkeiten sein. Wenn Sie die Stadt nicht angesteckt haben, müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben. Die Lage wird noch viel übler, bevor das Jahr rum ist. Nun, danke, dass Sie den Weg gelatscht sind, auch wenn es schlechte Neuigkeiten waren. Hätten wir doch nur genug Truppen, aber wir müssen ja hier bleiben. Die beschissene Mojave geht vor die Hunde und ich kann hier nur rumsitzen und dabei zusehen. RMK positiv. Sehr schön. Also wie gesagt, nicht, dass ich der Übergesetzestreue wäre jetzt, aber... Ja, danke, wir können das ja doch schon mal machen. Ja. Wäre schön, wenn die anderen hier so motiviert wären. Uns ein wenig mit der RNK anfreunden. Ich glaube, man kann ja auch, soweit ich das sehe, halb gut, halb böse spielen. Das heißt, bei den einen bist du der Superliebe und bei den anderen bist du der Mega-Arsch. Das ist, glaube ich, kein Problem. Wie viel Gewicht haben wir denn? Boah, quasi nichts verloren. Das kommt alles hier durch. Was man eigentlich nicht verkaufen sollte. Ich brauche eine Wohnung, verdammt nochmal. Scheißdreck. Ich muss Essen verkaufen. Also, bei aller Liebe, aber... Das geht so nicht weiter. Ist ja ganz nett, immer genügend Essen dabei zu haben. Aber wenn es einen dann so weit bringt, dass man wieder da nichts mehr tragen typisch kann. Was soll es diesmal sein? Schauen Sie sich um. Ich habe zu viel Geld, Leute. Einfach zu viel Geld. Okay, gucken wir, was ist denn so das Schlechteste. Das hier zieht zum Beispiel die Stärke runter, da kann man weniger tragen. Das ist also quasi AA. Verkaufen wir das alles mal. Das senkt den Hunger. Stärke plus 4, Charisma minus 2. Könnte man für eine Weile ein bisschen mehr tragen. Und für andere Situationen, wer weiß das schon. Ah, das sowieso nicht. Blamco. Das ist relativ okay, neutral. Das zieht Stärke. Weg damit. Plus 1 Stärke. Können wir lassen. Bramin Stack ist richtig gut. Senkt den Hunger ordentlich. Cram ist auch super. Dandy Boy ist auch okay. Wie viel wiegen die Bücher eigentlich? Nichts, Gott sei Dank. Das ist wirklich wichtig. Gewehr, Dynamit, Eichhörnchen. Wow, das ist richtig gut. Aber trotzdem habe ich einfach mittlerweile zu viele schwere Waffen. Das ist so. Der wiegt allein schon 12. Fleisch und Bohnen gibt mehr Durst. Gibt auch nicht so toll. Essen wieder. Gibt Strahlung 2 und hält 5 Sekunden. Ah, weg damit. Ausdauer minus 1 ist nicht so wichtig, gibt auch Durst, deswegen senkt auch den Durst, deswegen ist das eigentlich sehr gut. Gecko Steak,
Sehr gut. Jakobfleisch senkt die Stärke. Das verkaufen wir jetzt komplett. was haben wir denn noch? Hundefell, das müssen wir wirklich nicht behalten. Hundefleisch senkt die Stärke. Weg damit. Hülsen müssen wir endlich mal verarbeiten, verdammt. Jalapeno gibt mehr Durst und senkt den Hunger auch nur wenig. Weg. Kautabak, na, das ist gut. Machete behalten wir mal. Mad Axe. Schadensresistenz 1 kann man auf jeden Fall noch aufbewahren. Pinienkerne ist okay. Gewicht 1. Ja, vielleicht brauchen wir das noch. Wie gesagt, für das Rezept. Splitterminen. Oh, die können wir auf jeden Fall gut einsetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch Sprengstoff war. Ich glaube 20. Kann man vielleicht schon ein bisschen was mitreißen. Ja. Das war es. Verlassen. Okay. Gut, bis dann. Bis dann. Wie ist denn das Gewicht jetzt? Na, schon besser. Das waren immerhin fast 30. 28, glaube ich. Oder sowas. Aber ist immer noch sehr viel. Keine Frage. Okay, ich unterbreche mal. Bis nachher.